Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Na, wie sieht's aus, meine Schmuggen? Ich hoffe, euch geht es gut. Aber trotzdem, wie immer, es ist wieder 14 Uhr. Lasst uns mal reinschauen, was bei Schatzi vielleicht so losi sein könnte. Oder eben auch bei dir, ne? Wir beginnen. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier vielleicht wichtig für dich sein? Gib mir mal bitte eine Message. Worüber hier vielleicht jemand denken könnte, wenn man an dich denkt. Was wird hier jemandem vielleicht klar? Lass uns einfach mal schauen und die Karten sprechen. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmation und Visualisierung helfen euch zusammenzukommen. Das Ganze kläre ich auf. Also als allererstes, mein Engel. Nein, erstmal Kartätschkurs. Erstmal Klärungskartätschkurs. Und dann, wir gehen tiefer rein. Wir haben hier das Make-up und wir haben die Edelstein-Energiestäbe. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen ruhiger und dann erzähle ich dir die Story. Na? Warte, mein Engel. Wie gesagt, ich habe das gestern schon gemerkt. Ich bleibe ruhig. Erstmal, auch wenn ich dich ungern warten lassen möchte, vielleicht lässt dich hier auch jemand warten und das ungern, aber ich versuche die Information reinzubekommen. Habe Geduld mit mir. Wenn jemand an dich denkt, dann sieht man, dass du vielleicht versuchst, mit Hilfe höherer Erkenntnisse mit dieser Situation umzugehen. Man sieht, dass du Tränen und Kummer verbirgst und versuchst, idealistisch vielleicht auch zu handeln, um mit ihnen oder ihr hier besser umgehen zu wollen. Wie komme ich da drauf, mein Engel? Ich habe hier deine Gebete, Affirmationen, bla 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 bla. Das ist eine Karte, wo es um eine höhere Macht geht, im Sinne von, dass hier jemand auch von dir träumen könnte, dass hier jemand irgendwo im Auto rumgurkt und ein Lied hört und an dich denkt, ja? Oder dass man sich dich vielleicht auch wieder zurückwünscht, aber das ist ja etwas Höheres, ja? Also man sagt es dir nicht, es ist nicht wirklich etwas, was man in der Hand hat, sondern es ist vielleicht auch ein bisschen was über Telepathie oder eben eine Metaebene, die ihr vielleicht spürt oder habt. Nun habe ich hier aber auch die Karte von Gegenstände energetisieren, Arbeit mit Heilstein und Urkraft und so weiter. Ja, auch hier wieder alles hoch spirituell, aber eben wirklich in eine Richtung geblickt von, man kann es nicht richtig greifen. Und trotzdem ist da eine Ebene zwischen euch, dass man es dennoch irgendwie genau sehen kann. Und hier steht nicht die Frage im Raum, ob es erklärbar ist. Ja? Ich würde schon fast sagen, wenn jemand an dich denkt, ist ja etwas, wie du etwas angehst, eher nicht zu rationalisieren. Aber das Verständnis dafür ist da, weil man dich genau kennt. Ja? Und weil man dich genau kennt, merkt man, dass du vielleicht auch versuchst, Tränen und Kummer zu verbergen. Dass hier jemand ganz genau weiß, dass man enttäuscht ist,
beziehungsweise dass du hier enttäuscht sein könntest, dass du traurig bist, dass du, um der Situation oder der Verbindung eine Chance geben zu können, vielleicht tatsächlich mehr Schein als Sein machst. Ja? Es ist aber hier auch wieder nicht, dass du das bösartig machst. Es ist nur der Versuch, vielleicht auch einen anderen Weg zu finden, um hiermit zurechtzukommen. Ja? Aber hier ist es so, dass das jemand schon merkt, wie du da irgendwie vielleicht versuchen könntest, einen etwas zu starten. Ich nenne es mal so, um hier vielleicht auch diesen Typen, diese Kirsche anders erreichen zu können. Ja? Einen kleinen Augenblick bitte. Ich finde das hier höchst interessant. Wenn man an dich denkt, dann weiß man, dass du auch an ihn bzw. an sie denkst. Dann weiß man, dass dir etwas nicht so egal ist, wie du es vielleicht auch versuchst darzustellen. Hier kennt dich jemand ganz genau. Aber was man auch weiß, ist, dass das nicht böswillig ist, sondern eine neue Form, eine neue Art, ein neues Bewusstsein von dir. Das weiß man auch. Also sprich, jemand blickt hier ganz genau durch. Es ist auch so, dass hier definitiv jemand an dich denkt. Und es ist auch so, dass man sich ganz schön einsam fühlt auf der Couch daheim ohne dich. Das kriege ich ja auch so rein. Aber nochmal, man sieht dich in einem ganz anderen Bewusstsein, in einer ganz anderen Art und in einer ganz anderen Herangehensweise, wie du jetzt mit ihm oder mit ihr umgehen möchtest. Ich wiederhole es aber nochmal, was man auch sieht, ist, dass du Tränen und Kummer verbirgst. Ja? Und dann lasst uns jetzt einfach mal auf Seelenebene schauen, was ihn bzw. sie auf dem Herzen bewegen könnte. Na? Was brennt hier jemanden auf der Seele? Brennt man vielleicht in Wahrheit für dich? Lass uns mal reinschauen, was dieser Typ, diese Kirsche hier vielleicht bewegt. Eine unerwiderte Liebe. Okay. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Bleibt ganz ruhig. Lasst uns aufklären. Wow. Wir haben den Pokal und wir haben den Krampus. Ich gehe kurz in mich. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. No stress, no stress. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass dieser Typ, diese Kirsche. Wir gehen mal in die Legung von gestern zurück, ja, dass du ja irgendwie nicht mehr so wirklich willst, ja, und trotzdem versuchst du andere Mittel, Lösungen, Wege hier irgendwie für dich reinzubringen. Ihr kennt das Gedöns. Aber hier ist es so, ich muss hier intuitiv reingehen, damit ich keinen Mist erzähle. Hier brennt jemanden auf dem Herzen, dass man dir tatsächlich zeigt, dass man dich nicht liebt. Man fühlt sich leblos,
Vielleicht auch, weil du hier jemanden nicht mehr aufs erste Podest stellst, als oberste Priorität. Stellt sich hier die Frage, liebe ich diese Frau oder liebe ich diesen Mann oder nicht? Und man weiß hier, ich fühle mich aber bestraft, wenn ich in deinem Leben nicht mehr die oberste Priorität habe. Ich nehme es als ein Hin- und Herschwanken wahr, weil man ja mit dem Krampus auch irgendwie einen Schreck bekommt. Ja, wenn ich das jetzt intuitiv so reinbekomme, könnte das für dich kein Schreck mehr sein, wenn dich von heute auf morgen jemand nicht liebt. Ja, weil du bist ja hier scheinbar in einem längeren Prozess, sonst würdest du dich ja nicht dafür entscheiden, vielleicht auch eine andere Richtung einzuschlagen oder die Dinge einfach anders mit ihm bzw. mit ihr angehen zu wollen. Ja, also ich gehe hier irgendwie davon aus, dass dir klar ist, dass dieser Typ, diese Kirsche dich vielleicht nicht liebt. Sonst würdest du ja nicht so handeln, wie du jetzt handeln möchtest. Aber auf seiner, ihrer Seele ist es mehr so dieses Schreckbefinden, dieses sich bestraft fühlen, dass du hier vielleicht plötzlich jemanden aufzeigen möchtest, dann liebe ich dich auch nicht mehr. Und vielleicht hast du das so direkt, vielleicht auch wenn es subtil wirkt, ja, vielleicht noch nie gesagt, aber du zeigst dir das jemanden auf, dass jemand in deinem Leben nicht mehr so die oberste Priorität hat. Also liegt hier auf seinen, ihrem Herzen. Du willst die Verbindung nicht mehr aufrechterhalten, weil die Chemie zwischen uns nicht so stark ist, wie sie einmal für dich war. Aber ich fühle mich leblos und bestraft, weil ich nicht mehr alles in deinem Leben bin, so wie es einmal war. Man weiß hier, ja, ich verstehe dich, ich kann durch dich durchblicken, ich weiß, was du versuchst und ich weiß, was du versuchst mir zu sagen. Und ich weiß, dass du versuchst, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, obwohl ich dich schon längst kenne, dass du traurig bist, weil ich dir nicht das geben kann, was du wolltest. Aber seitdem du mir aufzeigst, ich spreche jetzt aus der Sicht von ihm, von ihr, seitdem du mir jetzt irgendwie plötzlich aufzeigst, die Chemie zwischen uns, die stimmt hier nicht mehr. Fühle ich mich wirklich leblos, vertrocknet, es fühlt sich sinnlos an, weil ich von dir keine Wertschätzung oder Belohnung mehr erhalte. So geht es hier jemanden. Das heißt, du, pass auf, du drehst den Spieß um, aber nicht böswillig, sondern einfach, weil man hier checkt, du hast keine andere Wahl. Und sogar dieser König, diese Königin versteht das. Dieser König, diese Königin, auf die wir hier schauen, versteht das. Zu Recht fängst du an, den Spieß umzudrehen. Nicht aus Rache, ich wiederhole es nochmal, sondern weil die Zeit reif ist dafür. So, wenn sich jetzt jemand aber hier, na, ich sag mal, angearscht fühlt, weil das jetzt so ist, wie es ist, wie möchte man denn hier letztendlich weitermachen? Wie möchte man letztendlich weitermachen? Oh, wir haben schon wieder. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Klärungskarten.
Ah, ja. Ich krieg so rein, selbst jetzt bist du noch nett zu mir. So kriege ich das irgendwie rein. Selbst jetzt bist du noch nett zu mir. Ich habe den Fingerabdruck. Ja, schon wieder die Feder, also auch wieder etwas von oben geführtes, so auf einer Metaebene. Und ich habe hier den König. Jemand wird sich weiterhin oder jemanden wird weiterhin klar, dass du alles Gute wirklich verdient hast, all das Beste. Weil du vielleicht auch hier, so wie du das hier vielleicht versuchst anzugehen, irgendwie jemanden aufzeigst, dass du ein guter, eine gute Seele bist. Ja. Und jemand kommt gar nicht von dir los, mein Engel, weil du hier eine Spur in ihm, in ihr hinterlässt. Aber einfach auch in dieser Legung, weil du hier die Art und Weise, wie du das Ganze angehst, vielleicht auch mit einer Niederlage, hier irgendwie vielleicht noch Haltung bewahrst, versuchst respektvoll zu bleiben. Lassen wir das mal weg. Ich kann dir nur sagen, du gehst hier jemanden nicht aus dem Kopf. Jemand kann sich nicht lösen von dir. Es gibt immer wieder Zeichen, die ihn, die sie an dich erinnern lassen. Oder wäre denn? Ja, das ist ja hier zum Schluss so ein bisschen Zukunftsmusik. Und die Ordnung, die Struktur dahinter, die Konsequenz aus dem Ganzen wird für ihn bzw. für sie sein, dass man immer an dich denkt. Du hast dessen Seele berührt. Und das klingt jetzt wieder so romantisch oder so, ja, weißt du, so philosophisch. Ja, du hast dessen Seele berührt. Aber hey, ja, hast du. Und wirst du weiterhin. Du bist liebenswert. Und ich weiß, ich hatte mal unter dem Video gelesen, dass das hier jemandem nicht gefällt, dieses, wir sollten doch alle liebenswert sein. Naja. Kommt, lasst uns einfach realistisch bleiben. Ganz ehrlich, es gibt Menschen, die sind vielleicht für andere liebenswert, aber nicht für jeden, mein Engel. Ja, das ist für mich zu lichtvoll, mein Hasenkind. Weißt du? Aber ich verstehe, wie du das meinst. Das wollte ich damit sagen. Ich verstehe das schon. Vielleicht ist auch meine Einstellung dazu zu subjektiv. Aber es gibt schon ein paar Arschkrampen, wo ich nicht zwingend sagen würde, du verdienst es, geliebt zu werden, du bist liebenswert. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Und hier ist es halt so, sorry mein Ausdruck, aber hier merkt halt auch zukünftig jemand, dass du keine Arschkrampe bist, sondern dass du wirklich ein liebenswerter Mensch bist. Und egal, was hier passiert oder zwischen euch geschehen sein mag, bleibst du irgendwie in der Liebe. Und das hinterlässt Spuren. Jemand wird auch zukünftig merken, man kann dich nur lieben. Ich kann dich einfach nur lieben. Von wegen hier unerwiderte Liebe, die Chemie ist nicht stark genug. Ja, es könnte auch hier gleichzeitig jemandem bewusst werden, nach geraumer Zeit, weil man sich hier immer wieder an dich erinnert, weil man immer wieder an dich denken wird hier. Und am Ende, wenn er oder sie das Ganze wirklich auch versucht, nüchtern zu betrachten,
vielleicht auch die eigenen Gefühle, dann merkt man diese Sicherheit in dir, dass man sich sicher sein kann, dass du ein ganz toller Mensch bist. Was auch immer man mit dir gemacht hat, wie man auch immer mit dir umgegangen ist. Die Frage ist aber hier, wie hast du darauf reagiert? Wie bist du mit all dem Scheiß umgegangen? Und hier habe ich einen König, eine Königin, und damit meine ich jetzt dich. Du hast irgendwo eine Haltung, die du bewahrst, dass du immer noch in Liebe bleibst. Auch wenn hier Tränen und Kummer sind. Auch wenn dich was massivst enttäuscht hat. Und das zu Recht. Ziehst du den Joker der Liebe? Ich möchte es mal so sagen, weil irgendetwas erfindest du ja vielleicht für dich selbst, damit umzugehen. Und du merkst, ich ziehe den Joker der Liebe. Ich bleibe in Liebe. Ich gebe mir die Liebe, auch wenn er oder sie mir das nicht geben konnte. Ich gebe das ihm. Ich gebe das ihr. Zumindest so, dass du in einer Akzeptanz bist oder in eine Akzeptanz kommst, dass vielleicht auch nicht jeder so tickt wie du. Ja? Aber das ist was, was hier jemanden tatsächlich auch an dich vielleicht auch bindet. Ob du das willst oder nicht, ich kann es dir nur in dieser Legung so sagen, weil wie gesagt, hier ist nichts mit manipulativ, sondern hier ist die Zeit einfach reif für das, was jetzt passieren soll. Wenn sich hier ein Schleier lüften sollte, bei ihm, bei ihr, dann ist die Wahrheit einfach hier. Man kann dich nur lieben. Ich möchte dich in meinem Leben behalten. Ich denke immer an dich. Ich bekomme ja auch immer irgendwelche Zahlen rein. Oder man ist jemandem begegnet, der genauso aussieht wie du. Und man könnte hier vielleicht auch tatsächlich noch Verantwortung übernehmen wollen, weil man plötzlich etwas versteht. Ja? So. Okay. Engelchen, pass auf. Jetzt schauen wir mal. Wir machen das jetzt wie beim Adventskalender. Wir schauen mal, welches Türchen sich heute öffnen darf für Schatzi. Wir haben, hathorische Lichtcodes. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil die Karten sehr abgespaced sind. Und ich als Steinbock ja doch auch ein bisschen realistisch sein kann, auch wenn ich hier Karten lege und in die Spirituswelt gerne eintauche. Steht hier tatsächlich auch Eintauchen ins Licht, volles System Upgrade und Erwachen der Macht. Naja, klar. Schatzi taucht ins Licht ein, so wie gestern. Na? Also hier kommt langsam auch Licht ins Dunkel, bei ihm, bei ihr selbst. Was man vielleicht auch für Ansichten hat, was man für eine Meinung hat, was dich betrifft. Ne? Aber es ist auch ein volles System-Upgrade. Also es wird hier eine tiefgreifende Transformation in ihm bzw. in ihr stattfinden. Aber sehr positiv. Also sprich, er befindet sich wirklich gerade in einer in einem Zustand, ich sag's mal so, wo man tief unten in der Scheiße kratzt, weil es hier jemanden gar nicht oder ein Schock auch irgendwo ist, etwas, was man plötzlich vielleicht auch erst begreift, dass hier jemand nicht mehr der Nabel der Welt für dich sein könnte. Und da fängt dieses Schmerzempfinden jetzt wirklich an.
Und das passt zur Vollmondzeit, ne? Ja, wenn wir Schmerz empfinden, ab da kann sich was wandeln. Und es wird sich etwas wandeln. Er bekommt jetzt hier, beziehungsweise sie, ein vollkommenes System-Upgrade, was dich betrifft, beziehungsweise eure Verbindung. Also das heißt, hier könnte verbrannte Erde sein. Aber hier könnte auch eine Verbindung, die man nennen könnte Phönix aus der Asche, entstehen. Die Verbindung namens Phönixe aus der Asche, was weiß ich. Aber das ist hier scheinbar wichtig, dass du authentisch an einen Punkt gerätst, wo du nicht mehr möchtest. Ja, es geht, wie gesagt, so in die Legung zu gestern zurück. Das ist authentisch jetzt. Wie gesagt, die Zeit ist reif. Aber es ist halt auch so, dass sich bei ihm, bei ihr dadurch jetzt wirklich etwas bewegen kann. Auf ehrliche und natürliche Art und Weise. Ja? Wenn du, wie ich es gestern schon beschrieben habe, auch mal versucht hast, so ein bisschen zu manipulieren, ach, ich gehe mal, vielleicht kommt er mir ja nach, beziehungsweise sie, oder ich sehe dann, wie sehr man mich wirklich liebt, ist es ja jetzt eben auch die Energie heute, dass du wirklich an einen Punkt gekommen bist, aber heute ist auch zusätzlich die Energie von, ja, wie gehe ich da jetzt damit um? Und ich möchte es nochmal sagen, wie gehst du damit um in Liebe? Wenn du das nicht tust, solltest du das tun. Ich möchte dich nicht, sag mal, ich möchte dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast, aber richte nicht diesen Kummer, diese Tränen, diese Wut gegen dich. Das engt dich nur ein. Verwandle es in Liebe, verwandle es in Vergebung. Und das ist das, was ich hier wahrnehme und was hier auch dieser Typ, diese Kirsche, wahrnimmt. Dass du vielleicht auch mit einem höheren Glauben ansetzt, dass du vielleicht auch an dich selbst glaubst. Es muss ja nicht immer Jesus sein. Ja, ihr seid ja alle jetzt so aufgestiegen, dass ihr immer mehr an euren Selbstwert kommt und vielleicht auch mit dieser Situation besser umzugehen wisst. Und schlau genug, die Situation für euch zu verändern. Und da irgendwo einen Weg wählt, der höher ist als rational. Ja, so nehme ich das wahr. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Das Erwachen der Macht ist hier. Dieser Typ, diese Kirsche, hat sich innerhalb dieser Verbindung auch ohnmächtig gefühlt, auch handlungslos. Warum auch immer, das darf ich dir hier sagen. Hier wusste jemand auch nicht, wie es vielleicht weitergehen soll, wie man weitermachen sollte. Vielleicht auch wirklich, ob man dich liebt oder nicht. Aber jetzt passiert ja etwas eben wie beschrieben Natürliches, dass man hier vollkommen sich wandeln sollte. Weil man hier einen Schmerz spürt. Ein Schmerz, wenn du nicht mehr in seinem, ihrem Leben wärst. Ja? So, und dann gucken wir jetzt mal in die Work Your Light Cards. Die wollen uns ja vielleicht auch immer mehr Licht bringen. Also sprich auch hier wieder Licht ins Dunkle, aber für ihn bzw. für sie, was dessen Gefühlswelt betrifft und was du hier mit ihm bzw. mit ihr machst. Ja, du bewegst hier jemanden. Die große Zusammenkunft, alles fügt sich zusammen, intuitive Hinweise und die Seelengemeinschaft. Joa. Wie gesagt, also hier ist es möglich, dass jemand sich mal ganz fett mit dir zusammentun möchte. Also hier nehme ich nicht wahr, ja gut, nee, also
Pass auf, was will ich dir sagen? Es ist nicht irgendeine Zusammenkunft. Es ist nicht irgendeine Zusammenkunft im Sinne von, lass uns einen Kaffee trinken gehen oder ein Teechen, ne? Lass uns eine zusammen rauchen oder mal kurz telefonieren oder voicen, ne? Hier heißt es, es wird die. Es wird die Zusammenkunft sein. Nicht irgendeiner, sondern die. Und die soll groß werden. Diese Wandlung, in die er bzw. sie jetzt eintauchen wird, wird letztendlich alles zusammenfügen, was dir vielleicht aktuell noch fehlen könnte. Das, was man wirklich zu dir verspürt, ist, dass ihr euch doch sehr ähnelt. Dass das schon ein Gefühl ist von Ankommen. Und vielleicht auch eine Familie zu haben, die man so nie hatte. Ich will jetzt nicht sagen, dass man dich in die Schublade packt, dass du hier die kleine Schwester bist oder der große Bruder. Es geht eher darum, dass man mehr für dich empfindet, als nur mal irgendeine lächerliche Affäre zu sein. Oder Freundschaft plus oder was weiß ich, was es darunter gibt. Er bzw. sie erhält auch hier wieder, warte, ich zeig's dir, intuitive Hinweise. Also sprich, Intuition ist ja unsere innere Stimme. Innere Stimme auch im Sinne von Zeichen von außen, wo aber die Intuition in sich selbst bewegt wird. Also ganz ehrlich, hier beschäftigt jemand sich jämmerlich viel gerade mit dir. Also du bist ja hier gerade voll präsent bei ihm bzw. bei ihr. Das muss ich schon sagen. Alles fügt sich zusammen. Eintauchen ins Licht. Also jetzt kommt hier die totale Fügung. Das kann ich dir hier sagen. Ja, hier kommt jetzt die totale Fügung. Da nehme ich jetzt mal die und Licht ins Dunkle, ne? Wie eben schon beschrieben. Jetzt gucken wir mal in die Akasha Chronic. In die Akasha Chronic. Oh Mann, ey. Ach, ich muss immer ein bisschen über mich selber lachen, ne? Ach Mensch. Huch. Die Trauer. Jemand ist traurig, mein Engel. Jemand ist auch traurig, ja? Du kannst dein Herz jetzt heilen und ein frohes Leben für dich selbst mitgestalten. Wir haben hier 4 und 1, das ist wieder mal die 5, also sprich, auch diese Legung soll auf den Punkt kommen und dieser Typ, diese Kirsche wird auf den Punkt kommen. Auf welchen Punkt? Naja. Dass man dich nicht gehen lassen will. Das geht nicht für jemanden. Dass man das zurückhaben möchte, was man mit dir hier hatte. Auf ihn bzw. auf sie kommt aber auch zu. Vielleicht, dass man dir wünscht, dass du dein Herz jetzt heilen kannst und dass du jetzt ein frohes Leben für dich lebst, was du selbst mitgestalten kannst. Ich kriege hier so intuitiv rein. Jemand ist traurig. Traurig, weil man das Gefühl hat oder eben weil man vielleicht für sich offensichtlich jetzt weiß, dass man nicht oberste Priorität ist. Und dass man sich leblos fühlt, weil man sich irgendwie, weil es diese Liebe nicht mehr gibt. Und dann ist es gleichzeitig vielleicht auch etwas, was man dir aufzeigen möchte von heile dein Herz, hab ein frohes Leben. Ein frohes Leben für dich, was du selbst mitgestalten kannst. Und natürlich, das kriege ich auch rein,
kann das deine Sichtweise sein der Dinge, dass diese Karte auf ihn bzw. auf sie fällt und du hier jemanden signalisierst, wie gesagt, auf Metaebene: Ich bin traurig. Ich bin traurig, aber du kannst dein Herz jetzt heilen und ich werde mein Herz auch heilen. Lebe ein frohes Leben für dich und ich lebe auch ein frohes Leben für mich. Aber bitte lebe es so, dass du es dir auch selbst gestalten kannst und nicht das Leben der anderen. Ich habe hier das Gefühl, dass ihr euch Wünsche zuschickt. Auf einer Ebene, die keiner sieht. Und nicht hier über WhatsApp, Internet und so weiter, sondern irgendwie, falls es sowas wirklich gibt, über einen unbeschreiblichen Weg, den man nicht greifen kann. Hier ist nichts rational zu betrachten. Hier ist tatsächlich pures Gefühl. Hier sind alle Gefühle und Stimmungen auf diesen Tisch. Und nur ihr beide versteht das, weil ihr so krass eigentlich miteinander verbunden seid. Und ganz ehrlich, meine Lieben, ihr seid beide traurig. Ihr seid beide traurig. Ja? So. Und jetzt lasst uns trotzdem mal weiterschauen hier, was die Tarot-Cards noch sprechen wollen. Gib mich mal bitte eine Message. Hey, raus aus dieser Trübsalstimmung. Ah, Temperance. Wir haben eine Energie, wirklich, guck mal. Wir haben hier wieder die Friedenstaube, die aus einem Kelch emporsteigt. Ich sag's jetzt mal so. Ne? Die Kelche, die stehen ja für die Liebe. Und aus einem liebevollen Kelch kommt da ein Friedenstäubchen. Also das heißt, jemand möchte mit dir Frieden schließen. Und du möchtest vielleicht auch Frieden schließen. Ich glaube, das wollt ihr beide hier. Frieden schließen, dass man diesen Kelch der Liebe, das, was ihr versucht habt anzugehen, jetzt ausschüttet in ein Meer voller Tränen. Aber ich sehe, es wird okay sein für euch, dass hier etwas nicht geklappt hat, dass es sogar gut ist, das auszuschütten, was nicht gepasst hat und nicht geklappt hat. Und darüber einen Segen setzt von Frieden. Und Tränen sind gut. Man darf auch mal weinen. Ja, man darf trauern. Aber ich ahne hier noch mehr. Es ist ein Engelchen hier, ja, das darfst du auch nicht vergessen. Auch hier wieder was Höheres, ne? Was man nicht so zwingend rational irgendwie beschreiben kann. In Wahrheit ist ja das, was ich reinbekomme jetzt, das, was hier gerade passiert oder passiert ist, ist, dass doch ein Schutz darüber liegt. Dass es gut ist, dass etwas nicht geklappt hat. Dass es gut ist, damit Frieden zu schließen. Aber dass es halt gut für euch beide ist, weil ihr zu höheren Erkenntnissen gekommen seid oder noch kommen werdet dadurch, das spricht jetzt hierfür, dass jemand dich nicht aufgeben möchte. Und das spricht auch nicht dafür, dass man den Kelch der Liebe ausschüttet und man hier niemanden mehr liebt. Es spricht eher dafür, dass man nicht das bekommen hat, was man wollte. Aber dass man damit Frieden schließen sollte. Und dass das tatsächlich ein Schutz ist. Als ein Fluch. Ja? So, okay. Lasst uns mal weiterschauen.
Ich bin super gut gelaunt. So, wir haben Justice, die Gerechtigkeit. Hier geht es um Fairness und Frieden. Und hier geht es um, hey, ich schwöre, ne? Das sind zu viele. Das sind zu viele. Die sieben der Schwerter. Es ist so, wie ich es beschreibe. Lass uns die Niederlage anerkennen, dass etwas nicht so geklappt hat, wie wir das beide wollten. Das ist das. Es ist fair, diese Niederlage anzuerkennen und Frieden zu schließen. Das Ass der Schwerter. Wow. Ach, guck mal, wen Gottes Hand hier schickt. Den Adler. Den König der Lüfte. Der, der Wissen hat und den vollen Überblick jetzt über die Situation und die Wahrheit. Pure Reflexion. Das ist das, was euch beide jetzt hier verbinden wird. Aber auch den vollen Überblick zu haben, eine Klarheit. Ja, also ich habe ja gesagt, hier soll sich ein Schleier lüften. Hier kommt immer mehr Klarheit. Aber auch die Klarheit für ihn. Aber guck mal auch hier, Gottes Hand bringt hier diesen Adler, den König der Lüfte. Und der liebe Gott will, dass ihr das als Ganzes betrachtet. Und nicht im Detail. Und das passt auch zu dieser Vollmondenergie, die wir ja jetzt haben. Ich glaube, der ist jetzt in den Fischen. Und in Opposition steht die Jungfrau. Hier geht es nicht um Sternzeichen-Orakel, sondern um die Energie. Die Jungfrau will alles im Detail analysieren, was ja auch wichtig ist. Sie sieht den Fehler im Detail, die Nadel im Heuhaufen und ist wirklich eher analytisch und, wie nennt man das in Deutschland? Ich komme nicht drauf. Rational. Aber die Fische-Energie, die verbindet alles miteinander. Alles gehört zusammen. Und natürlich haben wir jetzt hier eine Luftenergie, aber ich sage es dir so, wie ich es intuitiv reinbekomme in meinen Film, der hier, den ich dir gerade drehe. Ne? Das große Ganze zu betrachten, von außen sowie von innen. Die Königsdisziplin ist hier, dass ihr beide euch reflektieren könnt und ihr habt auch beide die Gabe, dass ihr beide mal einen fetten Blick drauf werft und vielleicht wirklich hier mal eine große Zusammenkunft startet, wie das hier weitergehen soll zwischen euch. So, ich musste den Josef jetzt mal kurz rausbringen. Die Wahrheit, die Klarheit, wenn man es von oben, von außen mal versucht zu betrachten. Auch wenn ich mir eine Pfütze auf die Zunge rede, ist, dass man gescheitert ist. Und jetzt die Niederlage in Kauf nehmen sollte und etwas anders machen sollte. Und wenn man das tut, wird man die Wahrheit erkennen.
Wenn man das tut, bekommt man die Chance auf die Wahrheit. Also sprich, du tust das. Du wirst etwas wirklich akzeptieren. Und daraus resultiert die Wahrheit. Alter Schwede. Der König der Kelche. Was wären meine Legungen ohne den Teufel? Und die Sieben der Kelche. Er dreht sich weg davon, dir Illusionen zu machen, beziehungsweise sie. Er bzw. sie dreht sich weg davon, dass das zwischen euch wirklich nur so ein, alles so mit dem halben Arsch ist. Hier ist etwas nur mit dem halben Arsch gelaufen. So eine Lethargie habe ich hier drin. Und auch er schüttet hier einen Kelch aus. Und vielleicht genau diesen Kelch, wo man glaubte zu lieben. Das war vielleicht seine Art oder ist vielleicht seine ihre Art, zu zeigen, wie man jemanden liebt, weil man es vielleicht nicht anders kennt. Und wie gesagt, da müssen wir nicht jetzt hier auf ihn, auf sie rumhacken. Es ist einfach so. Und wie gesagt, ohne Grund geht ja etwas für dich nicht weiter. Jemand. Jemand ist selber sauer auf sich selbst oder jemand wird selber sauer auf sich selbst sein, weil vielleicht auch er wirklich in die Reflexion geht, beziehungsweise sie, also wirklich in die Vogelperspektive, was man für ein Arschloch war. Und ganz ehrlich, hier dreht sich jemand davon weg. Man will das auch nicht mehr sehen und man will diese Verhaltensweisen nicht mehr in seinem Leben haben und schüttet genau das in die Tränen, die vielleicht er bzw. sie weint. Hier fließen Tränen, hier ist Schmerz und Kummer und hier ist auch die Einsicht, dass das so wirklich nicht mehr weitergehen kann. Aber was am Ende bleibt für ihn bzw. für sie? Dass du alles verdient hast und echt wirklich ein richtig toller Mensch bist, ein guter Mensch, liebenswert. Und tatsächlich vielleicht auch, dass man beginnt, dich zu respektieren. Wow. Also ich nenne das Video, plötzlich wird hier jemandem alles klar. Ne? So. Lasst uns mal auf die Herzkarten schauen, meine Lieben. Hardcard, please. Gib den Dingen hier ein bisschen Zeit. Jemand lauscht weiterhin in sich hinein, was das alles mit ihm bzw. mit ihr macht. Das ist ja hier jetzt wirklich ein Prozess. Ne? Also Status quo ist eben, jemand will nicht mehr, man muss drüber nachdenken und so weiter. Aber hier will jemand wirklich herausfinden, was hinter seinen bzw. ihren Gefühlen steckt, was dich betrifft. Die Antwort lautet ja. Ein Ja für dich. Eine Bestätigung für dich. Ich kriege hier so rein ein Gedanke von, du hast das Beste verdient. Amors Pfeil hat getroffen, romantische Liebe. Ich wollte es nur noch mal lesen. Ne? Ich wollte das für dich nur noch mal lesen, weil ich mir dachte, Mensch, da muss doch jetzt mal hier was kommen. Ja, ein Ja auch schön. Wirkt mir aber auch zu subtil, wenn hier jemand schon in sich hinein lauscht.
dann ist es doch nur verständlich in dieser Legung, wenn du so ein toller Typ oder eine tolle Görsche bist, mein Engel, dass man dich liebt. Und dass man Scheiße gebaut hat. Dass man dich aber nicht verlieren will. Passt auf. Zeitkarten. Vielleicht kriegen wir da noch mal eine tolle Message. Ganz ehrlich, meine Lieben, auch wenn hier alles so traurig war und ich gesagt habe, ich bin gut gelaunt, war ich dort schon der Meinung, dass das anders aussieht, als ihr beide denkt oder ausgehen wird. Ja? Es ist nicht so dunkel, wie man manchmal fühlt oder glaubt, dass es so dunkel ist, wie man es halt glaubt. Meine Deutsch wieder, ne? Guck mal, wir haben die Steinbock-Energie, realisiere den Erfolg, aber ich habe auch, es ist alles im Fluss. Alles im Flow. Auch hier wieder Fluss. Es kommt, es wird hier alles wieder im Flow kommen. Jetzt die nächsten 8 Tage, ja, die 8 steht für die Unendlichkeit, also die liegende 8, ich möchte es mal so bezeichnen. Die 10, die Vollendung, dass definitiv etwas zu Ende gehen muss, damit ein neuer Zyklus beginnen kann, aber das vielleicht auch authentisch, ne? Ich habe saturnische Energie. Hier geht es wirklich um den Ernst der Lage. Hier geht es darum, wirklich die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass bei euch alles wieder in den Flow kommt. In den nächsten 8 Tagen meldet sich hier jemand wieder oder wird man beginnen, das Ganze hier, ja, vielleicht auch die große Zusammenkunft erstmal herbeizuführen. Sprich, dass man sich trifft. Und damit meine ich keinen Kaffee, sondern vielleicht mal wirklich. Weiß ich nicht. Also irgendwas macht ihr hier. Ja? Das rollt an. Hier wird etwas wieder in den Gang kommen. Auf eine andere Art und Weise. Und die saturnische Energie steht dafür, dem Ganzen wirklich Bestand zu geben. Erfolg zu geben. Ja, ihr könntet euch beide denken, na, für was waren wir denn hier jetzt da? Ja, es war jetzt eine Niederlage, okay, aber was macht man jetzt? Auf jeden Fall werdet ihr besser sein. Zwischen dem 22.12. und 19.01. könnte das sogar auch in eine feste Partnerschaft übergehen. Aber in was wirklich Richtigen, in etwas Festen. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach beginnt, das Fundament für euch zu legen. Sei es, dass man, nee, weiß nicht, dafür denkt man aber auch zu viel an dich. Und da habe ich ja die romantische Liebe. Das würde ja auch wieder nicht passen. Ich will es dir gerade, glaube ich, nur zurechtlegen, aber egal in welchem Szenario ihr seid oder du bist, es wird alles wieder fließen zwischen euch. Es wird fließen, es wird nicht stocken. Aber wenn ich das gerade sehe, haben wir ja Wasser und Erde. Ihr werdet eine Richtung finden, wo ihr eure Gefühle hinfließen lassen wollt. Und vielleicht in Richtung Herz. Und aus dem Herzen. Eure Gefühle werden sozusagen eine Richtung bekommen. Und das mit Erfolg. Und in den nächsten 8 Tagen kommt hier der Anpfiff für eine bessere Welt, was euch beide betrifft. So. Meine Lieben, also heute habe ich geplappert, geplappert, geplappert. Ich hoffe, es war dir nicht zu lang. Ich hoffe, du hattest Spaß. Auch wenn es sehr traurig war, mein Engel. Oh, was sage ich da, ne?
Aber trotzdem hoffe ich, dass du ein bisschen Spaß hattest hier. Wenn das so ist, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal kostenfrei abonnierst. Ich kann nicht täglich, glaube, zuverlässig 14 Uhr hier sein. Manchmal spinnt auch mein Handy. Ich versuche es dann immer hochzuladen und bekomme es nicht auf die Kette. Aber wenn du den Kanal kostenfrei abonnierst und die Glocke aktivierst und auf alle klickst, erhältst du ja immer von YouTube dann kostenfrei eine Message, dass ich ein Video hochgeladen habe. Und ich freue mich, wenn ich sehe, wie unsere wundervolle Community wächst. Ne? Werd auch du König bzw. Königin. Ne? Und komm in unsere wundervolle Königreich. Ich hab dich lieb. Ciao.